Ja, moin quasi, schön, dass du hier bist. Stell dich doch zum Einstieg erstmal kurz vor. Ja, moin, bin Ochi Vrid, 27 Jahre alt, gebürtig aus Hamburg, aus dem Norden. Ja, bei Pauli in der Jugend gespielt, über dann Lüneburg, Osnabrück. Dann hat es mich in den Süden geschlagen, zu Bayern, habe dort 3 Jahre gespielt. Dann eine Erfahrung im Ausland gemacht bei Willem Tilburg, 1,5 Jahre. Und jetzt freue ich mich wahnsinnig, dass ich jetzt hier in Kiel wieder bin. Ja, was für ein Spielertyp bist du und welche Eigenschaften auf dem Platz bringst du mit? Ja, ich glaube, ich bin ein variabler Stürmer. Bin ein Stürmer, der gerne mitspielt, auch gerne in die Tiefe geht. Ja, als Stürmer ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man Tore schießt. Und ich glaube, darin sehe ich auch meine Qualitäten, dass ich gut vom Tor bin, schnell zielstrebig bin, schnell den Abschluss suche. Ja, so würde ich mich beschreiben. Ja, du hast in den letzten 1,5 Jahren in der Eredivisie gespielt, dort in 42 Einsätzen 12 Tore gemacht. Wie würdest du so das Spielniveau in der holländischen ersten Liga beschreiben? Ja, ich würde es auf jeden Fall schon als sehr, sehr gut bezeichnen. Triffst du auf Gegner wie zum Beispiel Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, die auch in Europa eine gute Rolle spielen. Der Fußball dort ist technisch versiert. Ja, es geht rauf und runter, sage ich jetzt mal. Und schön offensiv, kommt auch Offensivspielern entgegen. Und ja, so würde ich das bezeichnen. Ja, du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen. Nachdem du eigentlich aus dem Norden kommst, mit Stationen St. Pauli, Lüneburg, Osnabrück, hat es dich ja zuletzt mit München und dann Tilburg in den Niederlanden etwas weiter weg verschlagen. Ist jetzt die Rückkehr oder der Wechsel nach Kiel so ein Stück weit auch für dich eine Rückkehr Richtung Heimat? Das auf jeden Fall. Wenn man gebürtig aus Hamburg kommt und dann verfolgt man natürlich dann auch die Wege der Mannschaften, die jetzt in der zweiten Liga spielen, besonders viele Mannschaften hier aus dem Norden. Und wenn man jetzt bedenkt, so was für eine Runde Kiel letzte Saison gespielt hat mit der Relegation, ist es wirklich unglaublich, was hier passiert. Und ich freue mich auch riesig, dass ich jetzt ein Teil von sein kann. Und ja, ein Stück weit Heimat, viele bekannte Gesichter, die ich schon aus früheren Station kenne, deswegen ja, fühlt sich das so an, als würde man nach Hause kommen. Ja, du hast im Herrenbereich bislang 2-mal gegen Holstein Kiel gespielt, hast beide Spiele gewonnen, ein Tor gemacht, also bisher gute Erfahrungen gemacht. Was hattest du sonst noch so für Anknüpfungspunkte bisher mit Holstein Kiel? Kannst du dich da noch an was erinnern? Ja, in der Jugend halt mit Pauli viele Spiele gegen Kiel gehabt, in der A-Bundesliga. Sonst natürlich auch in der dritten Liga damals mit Osnabrück die beiden Spiele gegen Kiel. Sehr umkämpft. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das zu verfolgen. Man kennt ja auch noch Spieler, die damals in Kiel gespielt haben oder die jetzt halt noch in Kiel spielen. Ja, dritte Liga damals aufgestiegen, war für mich als Osnabrücker auch damals überraschend, weil wir zu der Zeit eigentlich auch oben standen und auch den Fokus darauf gelegt haben, aufzusteigen. Aber Kiel hat ja damals eine super Rückrunde gespielt, ist dann aufgestiegen und hat sich jetzt in der zweiten Liga stabilisiert, jeweils immer gute Runden gespielt. Und ja, deswegen, wie ich schon vorher gesagt habe, ich bin sehr, sehr froh, dass ich ein Teil davon bin. Ja, aus der aktuellen Mannschaft hast du ja mit Fiete Arp beim FC Bayern noch zusammen auf dem Platz gestanden. Gibt es sonst noch Gesichter, die du schon kennst oder mit denen du vielleicht schon Kontakt hattest? So ja, Amo Aslan, mit dem habe ich ja in Osnabrück zusammengespielt, ist auch einer meiner besten Freunde. Ich hoffe auch, dass er glücklich ist, dass er mich jetzt öfter sieht. Ja, wie gesagt, ich kann es kaum abwarten, jetzt hier zu sein, mit dem Training loszustarten. Ja, die beiden sind eigentlich die einzigen, mit denen ich schon zusammengespielt habe. Sonst kennt man natürlich dann auch bekannte Gesichter, wie zum Beispiel Hauke Wahl, gegen den man halt auch in der Jugend damals Pauli gegen Kiel gespielt hat. Ja. Gibt es vielleicht von St. Pauli auch noch alte Weggefährten hier, die du noch kennst? Ja, auf jeden Fall. Den Boller. War auch damals mein Co-Trainer bei Pauli. Ja, der Kontakt ist nie abgerissen. Wir verstehen uns sehr, sehr gut. Finn Bartels war ja auch damals schon bei den Profis bei Pauli, als ich als A-Jugendlicher dort ein paar Mal mittrainieren durfte. Ja, das sind so die beiden Weggefährten, die ich aus Pauli-Zeiten noch kenne. Ja, dann hast du ja schon ein paar bekannte Gesichter, wenn es für dich auf den Trainingsplatz geht. Du sagst, du bist schon heiß. Was sind denn so deine Ziele hier bei den Störchen? Ja, ich glaube, zunächst möchte ich erstmal ankommen, die Mannschaft auch kennenlernen, mich so schnell wie es geht akklimatisieren und dann natürlich ja, versuchen halt der Mannschaft zu helfen in Form von Toren und Vorlagen und ja, meinen Teil dazu beizutragen, dass wir eine erfolgreiche Rückrunde spielen und auch in den nächsten Jahren dann eine erfolgreiche Runde.
Sehr gut. Hast du dich schon für eine Rückennummer entschieden? Ja, ich hab mich für die 18 entschieden. Es waren ja nicht mehr so viele Nummern frei. Und dann dachte ich halt, 9 plus 9 ergibt 18, also doppelter Stürmer halt. Und Rückennummer ist mir jetzt nicht so wichtig. Hauptsache man spielt, das bringt ja nichts, wenn man eine Wunschrückennummer hat und dann halt auch keine Spiele macht. Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt die 18 genommen habe. Hat jetzt auch so eine andere Bedeutung für mich. Und wie gesagt, ja, freue mich, dass es jetzt losgeht. Sehr gut. Wir freuen uns auch, dass du hier bist. Auf eine erfolgreiche Zeit, Otti. Dankeschön.